Aveline. Gerald, er ist zurück. Vasquez, der Company Man. Hat ihn einer deiner Informanten gesehen? Nein. Aveline, seit letzter Woche habe ich zwei Männer verloren. Getötet. Mit Gift. Das ist sein Werk. Ich muss ihn finden. Vielleicht besucht er den Kapitänsball heute Abend. Soll ich dich als Gast anmelden? Ja. Danke sehr, Gerald. Und, Aveline, du wirst einen Begleiter brauchen. Möchtest du nicht, Gerald, möchtest du mich vielleicht begleiten? Nun... Ja, damit du nicht so auffällst, ist es, glaube ich, am besten. Streng geschäftlich. Natürlich. Natürlich. Doch nicht zu streng, hoffe ich. Revolution! Welch ein nobles Konzept! Natürlich, Krieg ist auch immer gut fürs Geschäft. Besonders ein Krieg, der nicht auf unserem Boden stattfindet. Der spanische Gouverneur versorgt mich mit Waren, ich liefere sie meinen Geschäftspartnern im Bayou und sie erledigen den Transfer. Ohne Blutvergießen! Für mich! Aveline, reizend wie immer. Wie geht es eurem Vater? Er ist stur, wie immer. Ich hoffe, ihn bald wieder auf den Beinen zu sehen. Gewährt mir einen Tanz, damit ich eure Anmut vorführen kann an eures Vaters Stadt. Das ist sehr höflich, Monsieur de Saint-Maxon. Und warum tanzen wir nicht an Ihrem geschätzten Mitarbeiter mit der blauen Krawatte vorbei? Ich würde ihm gerne ein mögliches Geschäft vorschlagen. Aveline, immer so ernst. So gar nicht wie meine Tochter Marie-Félicité. Revolution! Welch ein nobles Konzept! Natürlich, Krieg ist auch immer gut fürs Geschäft. Besonders ein Krieg, der nicht auf unserem Boden stattfindet. Der spanische Gouverneur versorgt mich mit Waren, ich liefere sie meinen Geschäftspartnern im Bayou und sie erledigen den Transfer. Ohne Blutvergießen! Für mich! Aveline, reizend wie immer. Wie geht es eurem Vater? Er ist stur, wie immer. Ich hoffe, ihn bald wieder auf den Beinen zu sehen. Gewährt mir einen Tanz, damit ich eure Anmut vorführen kann an eures Vaters Stadt. Das ist sehr höflich, Monsieur de Saint-Maxon. Und warum tanzen wir nicht an Ihrem geschätzten Mitarbeiter mit der blauen Krawatte vorbei? Ich würde ihm gerne ein mögliches Geschäft vorschlagen. Aveline, immer so ernst. So gar nicht wie meine Tochter Marie-Félicité. Pardon.
Unter der Uniform ist er kein wahrer Soldat. Ich sag's euch. Zweimal wurde ich angeworben und sollte sogar befördert werden, würde ich in Ihrer geheimen Einheit dienen. Aber ich traue dem nicht, no, Senor. Guter Mann, wir bräuchten mehr junge Männer wie dich. Männer, die Köpfchen haben. Guten Abend, Senorita. Ihr kommt mir bekannt vor. Wart ihr letzte Woche bei dem Abendessen des Gouverneurs? Es tut mir leid, ich weiß euren Namen nicht mehr. Nur allzu verständlich für einen Mann mit solch wichtigen Aufgaben wie euch, Kapitän. Gott sei Dank haben wir Männer wie euch in der Kolonie. Ich habe zu danken, Senorita. Erlaubt mir es, euch mit einem Tanz zu beweisen. Selbstverständlich, Kapitän. Ich mahne euch zur Vorsicht, Senorita. Selbst hier auf dieser herrlichen Feier ist Gefahr präsent. Nicht alle Soldaten sind so, wie sie scheinen. Wir sprachen gerade von einem solchen Schurken. Wie skandalös! Ist er denn hier? Ist er. In diesem Moment sitzt er an einem abgeschiedenen Tisch. Ist sogar was, Kapitän? Ich denke an nichts anderes. Was meint ihr, wen ich heiraten soll? Wer immer von uns der beste Tänzer ist. Wollt ihr, dass ich mit euch allen tanze? Das wird aber anstrengend. Bitte, Senorita, ihr könnt euch die Mühe sparen. Ihr braucht nur mit mir zu tanzen. Marie Félicité, ich dachte, des Saint-Maxons Töchter hätten nur Augen für Gouverneure. Und wen haben wir hier? Senorita, nennt uns euren Namen. Damit wir wissen, wie wir die holdeste Dame des Balls ansprechen müssen. Hold? Wohl kaum. Aber dennoch, euer Teint ist betörend. Bitte, Senorita, lasst mich eure Tanzkarte vervollständigen. Ich fürchte, sie ist bereits voll. So war sie schon immer. Wusstet ihr, dass sie ihres Vaters Lagerhaus den Teegesellschaften vorzieht? Sie hat nie Zeit für uns. Und erst ihr Teint. Sicher, sie ist ein enger Freund der Familie, doch ihre Mutter, es ist schockierend. Senorita. Nun, ich glaube, der nächste Tanz ist ein Menuett, Señor Vázquez. Sí, sí. Können wir das irgendwo unter uns besprechen? Sí, sí. Geht nur voraus. Gute Nacht, Company Man. Company Man? Nein, das ist ein Irrtum. Was? Sinnloser Mord. Wunderbarer Tod. Sie wird sich dafür rächen.
Madeleine. Aveline. Ich wusste nicht, dass du hier bist. Ich kam deinetwegen. Wie konntest du? Ein Ball, wenn dein Vater im Sterben liegt. Ich spar dir die Worte. Es ist zu spät. Er ist tot. Papa! Nein. Es tut mir leid. Dir muss klar sein, dass er dir unter diesen Umständen nichts hinterlassen konnte. Natürlich steht dir mein Haus jederzeit offen. Sein Testament ist mir egal. Sein Tod jedoch nicht. Sein Geschäft läuft auf meinen Namen, doch ich sehe es als deins. Kein Gesetz wird zwischen uns stehen. Regardez-la, à essayer de se faire passer pour un. Oh. Bonjour, ma petite. Hast du diesen schönen Hut her? Mademoiselle Aveline, wir haben ein Problem, das nur eine Frau lösen kann. Eine Frage von Angebot und Nachfrage. Oh ja. Frauen sind gefragt in New Orleans. Nein, ich meinte Rohstoffe. Baumwolle, Tabak, Zucker. Der Feind hat einen großen Produzenten gewonnen. Monsieur Marcantel. Er ist sehr gesellig. Doch man benötigt Charme, Anmut und Status, um in seine Kreise zu gelangen. Mir fällt schon ein Vorwand ein, ihn aufzusuchen. Excusez-moi, madame. Hast du diesen schönen Hut her? Eh bien, regardez-moi ces jolies.
Ihr macht einen Fehler, Senorita. Ich werde ein Auge zudrücken. Geh und komm nicht wieder! Excusez-moi, madame. Werden die Mörder schnappen. Wo hast du diesen schönen Hut her?
Mutter! Bonjour. Salutations. Bin ich dir etwa nicht? Oh, Seigneur, je peux mourir. Obwohl der Wiederaufbau unseres Netzwerks sehr viele Jahre in Anspruch genommen hat, reicht unser Arm nun dank unserer amerikanischen Freunde weiter als je zuvor.
Einer der neuen Informanten fand einen Loyalisten in New York, der mit ein wenig Nachdruck den Company Man vielleicht demaskieren könnte. Bitte, geh nach New York und suche deinen Bruder Connor. Ich bat ihn um Hilfe bei der Suche nach Officer Davidson aus Lord Dunmores Äthiopien-Regiment. Connor? Ich bin Aveline de Grandpré, dein Bruder aus New Orleans. Ja, Achilles sagte, du würdest kommen. Ich suche einen Loyalisten, Officer Davidson, aus Lord Dunmores Äthiopien-Regiment. Das Regiment ist hier durchgezogen. Sieh dir nur all die Zerstörung an. Ihre Spur führt hier lang. Wir folgen ihnen unauffällig. Hier drüben, durch die Bäume. Eine Falle. Folge du der Wache. Ich halte diese Männer auf. Lass mich los! Wenn du leben willst, sprich. Wo ist Davidson? Wer? Komm schon, letzte Chance. Er ist im Vor. Viel zu leicht. Warum genau nennt ihr euch noch gleich Loyalisten? Loyalität ist leichter im Schutz eines Forts, als draußen im Schnee mit einem Messer am Hals. Lauf heim, los! Und lass dich nie wieder blicken. Du würdest es sicher bereuen. Ja, Ma'am. Zum Fort! Wir klettern. Hier kannst du noch was lernen.
Kommst du darüber? Lacht am besten. Findest du einen Weg rein? Ich gehe außen rum und lenke sie ab. Du das? Officer Davidson, würdest du mir bitte den Respekt erweisen, der mir zusteht? Du kämpfst für die Briten? Du arbeitest für meinen Feind, der dich versklavte? Das stinkt zum Himmel! Ha! Die Loyalisten versprachen mir die Freiheit. Dafür kämpfe ich und werde auch gewinnen. Unterdessen sind die Armen und Sklaven ihre Opfer in New Orleans. Und du spielst den Helden in New York. Wem dienst du denn? Und hältst du dich tatsächlich für frei? Nächstenliebe beginnt bei sich selbst, Miss Aveline. Thank you.
Jetzt bist du dran. Da! Schon noch Zeit.
Ich wollte nicht, dass es so weit kommt. Nun, im Tod, findest du Freiheit. Du spottest meine... Ich wählte mein Schicksal. Das ist wahre Freiheit. Vielleicht verstehst du es eines Tages. Ich... Wer ist der Company Man? Ha! Die Antwort lag die ganze Zeit in greifbarer Nähe. Mach endlich die Augen auf. Hast du gefunden, was du suchtest? Ja, und leider noch viel mehr. Connor, bist du dir stets sicher, was Mittel und Wege der Bruderschaft angeht? Ich vertraue meinen Händen. Natürlich. Gute Reise. Es ist die Ankunft, die mich sorgt. Dann bist du auf dem rechten Weg. Hier ist etwas, das Sie ausgelassen haben.
Du weißt, dass sie dich belügen. Papa, ich bin nicht... Warum gingst du fort? Ich hätte dich geheiratet, wenn ich... Mein Arrangement mit Madeleine war geschäftlich. Sie überzeugte mich. Wenn die Gesetze nur... Kannst du mir jemals verzeihen? Ich weiß nicht, Papa. Ihr müsst aufhören! Aveline, welch freudige Überraschung. Verlief deine Reise sicher? Sicherheit? Ha! Das ist doch nur eine Utopie. Aveline, geht es dir gut? Du musst nicht länger die Mutter spielen, Company Man. Ich kenne nun deine wahre Identität.
Oh, Aveline, sei nicht so böse. Glaubst du etwa, dass ich nicht wüsste, was du tust, wenn du des Nachts aus dem Fenster und über die Dächer kletterst? Wie du deinem Vater die zierliche Tochter vorspielst? Wie du dich ausgerechnet unter Sklaven mischst, selbst das noch? Als könntest du deine wahre Natur vor mir verbergen. Meine liebe, süße Stieftochter. Du lebst nur deshalb noch, weil ich dich brauchte. Weil ich dich immer noch brauche. Wofür? Setz dich. Stehen geblieben! Dafür ist es zu spät, meinst du nicht? Meine Männer werden dich töten. Was bleibt dann noch von deiner kleinen Bruderschaft? Lasst nur. Sieh uns an. Traurig. Wie viele Jahre arbeiteten wir zusammen für die Sklaven? Du unterdrücktest sie. Nach deinen Regeln. Du dachtest nur an deinen Profit. Du hast es beendet. So wie ich wollte. Monsieur de Ferrer jedoch hatte anderes im Sinn. Er machte meine friedliche Kolonie zu einem Zuchthaus. Du musstest ihn töten. Dafür danke ich dir. Ich glaube dir nicht. Aveline, ich liebe dich. Wie meine eigene Tochter. Ich kann keine Kinder kriegen, doch du brachtest Licht in mein Leben. Mein ganzes Leben belogst du mich. Es tut mir leid. Es war notwendig. Als Mutter musste ich dich schützen. Sieh mich nun an im Licht der Wahrheit. Du weißt, wie es ist, ein geheimes Leben zu führen, deine Macht mit Frauenkleidern zu verhüllen, Männern gehorsam vorzugaukeln, die deine wahren Fähigkeiten nicht dulden wollen. Bin ich dir denn tatsächlich so fremd? Ich brauchte dich, um die Gewalttäter in meiner Organisation zu vernichten. Ich brauche dich noch immer. Die Assassinen dürfen dein Talent nicht vergeuden. Dafür bist du mir zu wertvoll. Als Werkzeug zur Manipulation? Ich weiß, du bist frustriert. Agathe! Ich widersetzte mich. Ansonsten wäre der Ferrer nämlich noch am Leben. Siehst du? Wir wollen dasselbe. Gemeinsam, Aveline. Bringen wir es zu Ende. Agathe! Der Lehrling kehrt zurück. Warum? Welchen Nutzen hat der alte Agathe noch für dich? Ich habe die Identität des Company Man aufgedeckt. Was? Hast du ihn nicht für Jahre getötet? Das war nicht der Company Man. Du wolltest ja nicht hören. Jetzt erkennst du den Fehler. Du trägst die Verantwortung dafür ebenso wie ich, Agathe. Ich war ein Kind, als ich mich der Bruderschaft anschloss und du mich zu Assassinen machtest. Du gabst vor, mich zu schützen, den Feind auszumerzen. Und die ganze Zeit war meine Stiefmutter Madeleine der Company Man. Die Boshaftigkeit liegt in der Familie. Agathe, halt! Komm wieder zu Sinnen! Nein, das kann nicht sein. Agathe, was hast du mir angetan? Der Orden ist die Zukunft. Was? Dein Medaillon. Ich kenne es gut. Aber du...
Spürst du nun dein Gewissen? Agathe! Halt! Der Tag, an dem die Seeleute dich angriffen. Ich hätte nicht einschreiten sollen. Ich dachte, du hättest die Seele eines Kriegers, wie deine Mutter. Doch du schlägst nur nach deinem Vater, diesem bleichen Sklaventreiber. Dazu hast du kein Recht. Du da in den Hosen. Unsere Ziele können so verschieden sein. Nein, das ist Illusion. Agathe! Halt! Der Tag, an dem die Seeleute dich angriffen. Ich hätte nicht einschreiten sollen. Ich dachte, du hättest die Seele eines Kriegers, wie deine Mutter. Doch du schlägst nur nach deinem Vater, diesem bleichen Sklaventreiber. Dazu hast du kein Recht. Unsere Ziele können so verschieden nicht sein. Nein, das ist Illusion. Nein, das ist ein Irrtum. Oh nein! Eine vergiftete Täuschung. Nicht mehr. Ihr da! Dann öffne die Augen. Agathe, so muss es doch nicht enden.
Die Stücke der Scheibe aus Chichen Itza. Hilf mir doch! Sag mir, was sie bedeuten! Ich sagte, du sollst nie davon sprechen! Das Wissen wird uns alle vernichten! Und ohne es, worauf stolpern wir dann blindlings durchs Dunkel zu? Nicht darauf zu! Fort davon! Denke nicht mehr daran! Mentor, zwing mich nicht dazu. Der Agathe, der mich trainierte, ist mutig und ehrlich. Ich weiß, noch lebt er in dir. Lass ihn wieder raus. Was habe ich getan? Ich hätte bei deiner Mutter bleiben sollen. Dann wärst du mein Kind gewesen. Meine Tochter. Und nicht ein solches Monster. Geh jetzt, Agathe. Lauf! Und schwöre, nie wiederzukommen. Soll ich den langsamen Tod eines Feiglings sterben? Wie dieser Ujoa? Mit dieser Schmach lebe ich nicht. Ich... Agathe! Nein! Ich folgte deinen Wunsch. Er ist tot. Und die Scheibe? Schwörst du, die Grundsätze unseres Ordens zu befolgen und all das, wofür wir stehen? Ich schwöre. Unsere Geheimnisse zu hüten und die wahre Natur unseres Schaffens nicht preiszugeben? Ich schwöre. Und das von nun an bis in den Tod... Was es auch koste? Ich schwöre. Dann heiße ich dich bei uns willkommen, Schwester. Gemeinsam läuten wir den Beginn einer neuen Welt ein. Einer Welt, in der wir mit all unserer Kraft dafür sorgen werden, dass alles den richtigen Platz findet. Meine Tochter, du bist nun eine von uns. Möge der Vater des Verstehens uns leiten. Möge der Vater des Verstehens uns leiten. Thank you.
Oh, es funktioniert nicht! Warum verstehe ich nicht? Das kann nicht sein. Ich kann das nicht glauben. Jahre vergeudet. Ein Leben voller Opfer und... Wir haben alle Stücke, da bin ich sicher. Es sei denn... Bewaffnet bist du nur eine Sklave. Du gibst dir Ferrer die Schuld für Chichen Itza, doch ich durchschaue dich. Meine Tochter? Nein! Tochter? Nur zwei Menschen dürfen mich so nennen. Eine hast du verbannt, den anderen geopfert. Fingerhut! Du hast Vater mit deiner Fürsorge und deinen Tränken ermordet. Warum? Weil er dich niemals wirklich liebte? Und John? Meine Mutter?
Du nahmst ihr Kind, schicktest sie fort. Du hieltest sie als Sklavin, auch nachdem Vater sie befreit hatte. Und nun willst du für mich das gleiche Schicksal. Im Dienste der Menschheit. Für die Arbeit, für die du geschaffen wurdest. Wir geschaffen wurden. Dem höchsten Ziel. Ich werde dir nicht dienen. Nein! Eva führt uns durch den Krieg der Generationen. Es wird große Opfer geben. Großen Kummer, um die Versklavung der Menschheit zu beenden. Nun ist die Zeit, unsere Freiheit einzufordern. Kämpfst du mit uns? Ich kämpfe. Eva wird uns führen. Eva wird uns führen. Es ist getan.
Prends-t-elle.